Die nächste Box. Weihnachts-Ü-Box Zander von der Firma Zeck. Entschuldigt die Nebengeräusche, über mir duschen scheinbar alle zur gleichen Zeit. So, hier seht ihr Zander abgebildet. Die Barschbox seht ihr in einem separaten Video, genauso wie die Hechtbox. Schaut einfach mal in meine Playlist rein. Zack. 2, 3, 4. So, stellen die mal so ein bisschen abseits. Lassen wir uns überraschen. Papier zur Seite. Greif einfach mal rein. Der Danny. Voluminöser Köder. Crankbait. Non-UV-aktiv in der Farbe Perch. 2,6 Meter Lauftiefe. 22 Gramm. Den hole ich mal raus. Wirklich ein wunderschöner Crankbait. So. Den könnt ihr nicht nur für Zander, sondern wahrscheinlich auch für Hecht. Große Barsche, gierige Barsche gehen auch drauf. Also der ist wirklich wunderschön. Eine meiner Lieblingsfarben. Perch. Aber nicht nur von Zeck, sondern von anderen Herstellern auch. Alles, was Barsch ist. Ne? Unten rote Aggressionspunkte. Wichtig bei der Firma Zeck steht immer drauf. 2,6 Meter. Floating. Schöne massive Tauchschaufel. Zeck-Logo im Auge. Schönes Ding. Danny in 69 cm. Farbe Perch. Nummer 1. Den holen wir gleich raus. So, nächster Hardbait. Nochmal ein Danny. In der Farbe Black Purple. Der ist UV-aktiv, läuft 1,2 Meter tief und wiegt 21 Gramm. Ein bisschen leichter, 1 Gramm leichter als der andere. Schau nochmal, nicht verwechseln nachher. Die sind silent. 2,6 Meter und 1,2 Meter. Sehr schön. Hier auch wieder. Größe steht oben drauf. Eigenschaft 1,2 Meter Floating. Große Haken für die Steinpackung. Auch nicht nur diese länglichen Twitchbaits oder die länglichen Wobbler sind gut für Zander. Ich habe auch schon Zander, auch wenn es kleinere waren, auf dem Crankbait gefangen. Schönes Ding. Super schöne Farbe. Der nächste. Dann geht es weiter mit einem Tütchen. Ein Skirted Jig, den packe ich nicht aus. In der Größe 4, 0, 14 Gramm. More Kiwi, ne, um am Boden zu jiggen. Macht auch viel Druck. Könnt ihr so fischen oder mit einem Krebs als Trailer, mit einem Wurm als Trailer oder sogar nur einem Köder mit Paddletail, Twintail. Wirklich variabel einsetzbar. Ja, die Skirts könnt ihr kürzen. Der Weedguard ist bei den Zeck Skirted Jigs auch nicht so fest. Alternativ kann man immer ein paar Drähte rausschneiden oder ziehen. Das steht auch wunderschön auf dem Boden. Hier haben wir noch einen 4,0er Skirted Jig in der Größe 14 Gramm Gewicht. Chartreuse Party. Über uns läuft Fußball. So. Noch ein Skirted Jig. 3,0, 7 Gramm in Silver. Was haben wir noch? Geht weiter mit den ganzen Tütchen. Noch ein Skirted Jig. 3,0, 7 Gramm in der Farbe Brown. Ich glaube, das sieht man. Dann haben wir noch ein Skirted Jig. 4,0, 14 Gramm in der Farbe Brown. Skirted Familie. Noch ein Skirted Jig. 3,0, 10 Gramm in Silver. Noch ein Skirted Jig. 3,0 wieder in der Farbe. 10 Gramm in der Farbe Braun. Ja. So, jetzt kommen wir zum anderen. Bullet Jig Head in 6,0, 10 Gramm, zwei Stück sind drin. Massive Haken, also wirklich stabil. Die biegen auch nicht so schnell auf. Ihr werdet auch gleich sehen, wofür man die benutzen kann. Und zwar, da ist er. Erfolgsköder von Eule unter anderem. Und zwar, schöne Farbe. Der Baby Butcher. In der Farbe Green Electric. Schöne Farbe für Zander. Also benutze ich auch häufig. Der hat einen Paddletail und einen kleinen Hakenschwanz. Sehr schöne
Farbe, schöner Köder. Den habe ich mir auch gewünscht. Habe ich auch in anderen Farben schon. 20,2 Gramm wiegt der Köder, 14 cm, zwei Stück. Und der ist UV-aktiv. Jetzt wird geduscht über mir. So. Mal sehen. Knack, knack. So. Schöne Gummimischung, auch nicht zu fest. Vorne ein bisschen bulliger. Ne? Wie gesagt, schön glänzend. Hier sind noch so kleine Flossen abgesetzt. Das Auge ist nicht einlaminiert. Hinten der Schaufelschwanz. Und dann, na, schöne Aktion. Wie gesagt, der Haken in der Größe 6,0. Der würde ungefähr hier rauskommen. Trotzdem hat der Köder noch Spiel, eventuell mit Stingerfischen. So, weiter geht's. Ah, ein Tütchen, noch ein Skirtajig. Größe 3,0 und in der Farbe Chartreux Party. So, dann noch ein Skirtajig. Mal gucken. Zähle ich nachher gleich mal durch, wie viele das sind. 4,0. 14 Gramm in Silber. Schön ist natürlich, dass es unterschiedliche Größen und Gewichtungen sind. Grammaturen. Und hier haben wir noch einen. 3,0, 10 Gramm Chartreuse Party. Also wer seine Skirtajigs auffüllen möchte, kauft diese Box. Bin ich noch nicht so erfolgreich mit gewesen, aber im nächsten Jahr geht's los. So, dann kommen wir zu einer Tüte Gummi. Das ist der Wilson. Diese Farbe hatte ich noch nie. Schön in Orange für klares Wasser, Silber und schön Purple Chartreuse und Black Flake Orange. UV aktiv Purple Chartreuse und Black Flake Orange. Die zwei sind UV aktiv. 7 Stück sind drin. Hier oben versteckt sich noch einer in 10,2 cm, 4 Zoll. Gesalzen, Aminomatrix, Garlic Powder, also Knoblaucharoma und Shrimpöl. Gummis kann man nie genug haben. Natürlich darf noch mal eine Packung. Auch wieder. In Kiwi Lemon, Motor Oil, das More Kiwi und in Green Fire. Auch eine sehr schöne Farbe. Bei anderen Firmen meistens Green Tomato. Diesmal in 12,7 cm oder 5 Zoll. Persönlich hebe ich die immer in diesen Tüten auf. Habe mir dann von Zack noch eine Blisterbox gekauft. Oder zwei oder drei. Wieder Süßigkeiten drin. Na, ihr wisst ja, Haribo macht Angler froh. Und nochmal eine Autogrammkarte. Hinten sind die Autogramme von den Mitarbeitern von Zack drauf. Und natürlich die Weihnachts-Ü-Box als Zettel. Hier seht ihr den Danny. In 6,9, also zweimal, verschiedene Farben und verschiedene Varianten. Ne? Die Gewichte variieren bei den Jigkopf, bei den Bullet Jigs. Bei mir waren es 16 Gramm, eigentlich ein schönes Gewicht. Da hat der Köder, sinkt der Köder auch nicht zu schnell ab. Dann, wie gesagt, den Baby Butcher, schöner Köder. Und 10 Stück. 10 Packungen Skirtajigs, einmal 6 Stück in 3,0 und 4 in 4,0. Gewicht und Farbe variieren. Ne? Allein ein Skirtajig kostet 4,95 bei Zack, bei anderen Firmen ähnlich und da kommt man dann im Wert von 105,20 Euro raus. Schöne Packung. Bisschen viele Skirtajigs für meinen Geschmack, aber damit bin ich halt noch nicht erfolgreich gewesen. Deswegen, Gott, ich bedanke mich. Ich wünsche euch krumme Ruten, ja, und stramme Schnüre. Weiter geht's im nächsten Video mit der Hechtbox.